kurz ausgeführt. Kimmich. Company, warum habe ich nur die Verteidiger am Ball? Company. Bringt den rein. Aguero! Das gibt's nicht! Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Heute die 11. Episode, kommt am Montag, hoffe ich zumindest, und wird am Montag aufgenommen. Warum? Ach, Freunde, ich will schon eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall für das Derby gegen Man United, gegen Pogba und Co. einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Wenn wir 1000 Likes eventuell mal wieder schaffen, wäre das ultra nice. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV dazu. Selbstverständlich zu meinem Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken und zu meinen Social Media Links. Instagram, wenn ihr Bilder vom Derby sehen wollt. Oder auch natürlich, ja, mein Twitter-Account, auf dem ich momentan so alles Mögliche zu meinen persönlichen Meinungen schreibe. Wir gucken uns erstmal an, was in der Episode heute so passiert. Und was in der letzten eigentlich hätte passieren sollen. Warum passieren sollen? Ganz einfach, die drei Spiele gegen Tottenham Hotspur, auch gegen Swansea, gegen Bournemouth, gegen Everton und gegen Watford habt ihr nicht gesehen. Warum? Ich habe die 11. Episode aufgenommen und ich hatte Probleme, denn die zweite Datei vom Spiel gegen Everton, was wir 3:1 gewonnen haben, war einfach weg. Sie war einfach weg. Ich konnte nicht nachkommentieren und ich habe dann gesagt, okay, alles klar, du machst das Video einfach nur mit dem Spiel gegen Tottenham. Hab das Ganze gerendert, hab das Ganze hochgeladen, hab dann aber gerade rausgefunden, warum meine Festplatte so voll ist, hab die entmüllt komplett und hab dann gerade gesehen, dass das hochgeladene Video nur 7 Minuten lang ist. Eigentlich sollte es 10 Minuten lang sein. Das Spiel gegen die Spurs ist einfach nicht vollständig drauf gewesen. Deswegen habe ich es euch nicht gezeigt. Das war ein 2:1 Sieg. Aguero hat getroffen per Elfmeter. Dazu hat De Bruyne getroffen und Harry Kane für die Tottenham Hotspur. Wäre richtig cooles Video gewesen. Richtig gutes Spiel auf jeden Fall. Auch das Spiel gegen Everton wäre super nachkommentiert gewesen. Aber ging leider nicht. Im Pokal sind wir weitergekommen gegen Watford mit 2:0. Gegen Bournemouth haben wir ernsthaft 0:0 gespielt und gegen Swansea wirklich verloren. 2:1, ganz, ganz bitter. Aber heute soll es weitergehen gegen United, das wird nachkommentiert sein. Und dann geht es noch gegen Sunderland und gegen Stoke City und als letztes Spiel mal gegen Liverpool. Und zwar live. Und dann sind wir auch schon, ja, im April. Das ist ganz schön krass. In der nächsten Episode geht es dann gegen Arsenal und gegen Chelsea. Ich würde sagen, wir starten rein in diese Episode und simulieren mal zum Tag gegen Man United. Polen möchte uns gerne als Nationaltrainer haben und auch die Türkei, das sehen wir beides ab. Übrigens ganz kurzer Blick mal auf die Tabelle. Momentan sind wir mit 6 Punkten Vorsprung, 5 Punkten Vorsprung, ich kann nicht rechnen, Tabellenführer. Und jetzt geht's mit, ich kündige es schon mal an, unglaublichen Fitnessproblem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wäre das letzte Spiel vor 3 Tagen, aber naja. Egal, es geht auf jeden Fall gegen United. Derby in Manchester, wir zu Hause im Etihad. Auf geht's, wir holen uns 3 Punkte. Manchester City gegen Manchester United. Die beiden Supermächte des englischen Fußballs im Derby. Der Osten der Stadt gegen den Westen der Stadt. Der Arbeiterverein gegen den Poschenverein aus Manchester. Ein unfassbares Spiel mit einer unfassbaren Bedeutung für Spieler, Trainer, Verantwortliche und selbstverständlich die Fans und auch von der Punktesituation. Ein ganz wichtiges Spiel, denn United könnte mit einem Sieg bis auf 3 Punkte an Manchester City ranrücken, die momentan ja in einer leichten Krise sind und genau das heute umkehren wollen. MGT in seiner ersten Saison als Manchester City Trainer bisher mit ordentlichen Leistungen, aber auch mit viel Pech, und auch heute war dieses wieder zu verbuchen, denn Manchester City konnte nicht aus den Vollen schöpfen. Die kräftezehrenden vergangenen englischen Wochen hatten zur Folge, dass heute nur die B11 auf dem Platz stand und das gegen das Star-Ensemble von Manchester United, die all ihre Kräfte zusammennahmen und heute hier mit der absoluten Top-11 antreten wollten. Das Wetter, typisch englisch, regnerisch, aber das machte den Fans selbstverständlich überhaupt nichts und auch den Spielern schien es relativ egal zu sein. Die Hitze würde sowieso eher auf dem Platz als im Himmel da sein. Auf der anderen Seite selbstverständlich auch eine wichtige Story. Cheftrainer von Manchester United, José Mourinho. Man ist nicht hundertprozentig zufrieden mit seiner Arbeit. Man erwartet einen Titel. Momentan sieht es nicht sonderlich gut aus. Er also unter einem gewissen Druck. Jüngst hat sich aber die Mannschaft hinter ihn gestellt und will ihm heute zum Sieg im Derby verhelfen. Rulli, Fernandinho, Stones, Company und Kolarov in der Defensive bei City. Davor Touré, Thiago, Kovalenko, Nolito, Sergio Kun, Aguero und auf der rechten Außenbahn Yannick Ferreira, Carrasco. Das ist eine Elf, die definitiv interessant ist bei United. De Gea, Damian, Bailey, Smalling, Shaw, Pogba, Schneiderlin, Mkhitaryan, Martial, Rooney und Ibrahimovic. Auf der Bank Leute wie Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Antonio Valencia, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer als bei City. Wie gesagt, der Kader dezimiert bei den
Blues, den Sky Blues. Schiedsrichter Mark Clattenburg pfiff die Partie dann relativ pünktlich an. Wir hatten 2 Minuten Verspätung, aber das sollte dem Ganzen keinen Ablass tun, denn die beiden Mannschaften gingen von Anfang an richtig motiviert in dieses Derby und die erste Chance gab es auf Seiten der in rot gekleideten Jungs von Manchester United. Morgan Schneider-Law, der ehemalige Mann aus Southampton, hier mit dem ersten Schussversuch, ist nicht seine Kernkompetenz, eher der Abräumer im defensiven Mittelfeld. Auf der anderen Seite Aguero, er ist der Spezialist für Tore. Thiago ist das aber auch nicht, vergibt hier die Riesenchance aufs 1-0. Das hätte es sein müssen nach 9 Minuten. Zwingend muss das die Führung für Manchester City sein, aber De Gea im Glück, dass Thiago diesen Ball aus 7 Metern am Tor vorbeischießt. MGT weiß selber nicht, wie das passieren konnte. City machte weiter Druck über Nolito auf der rechten Außenbahn. Das sieht gut aus. Der Ball in die Mitte aber kommt nicht sonderlich stark. Yaya Touré kommt auch nicht mehr ran. Und das war allgemein das Problem auf beiden Seiten, die Präzision. Daran hapert es. Hier Wayne Rooney im 16er und John Stones ohne große Probleme gegen den ehemaligen Weltstar, den Kapitän von Manchester United. Dann wieder die Citizens in der Offensive. Thiago Alcantara mit dem Ball in die Spitze auf Sergio Aguero. Und der macht das richtig, richtig stark. Wunderbarer Schuss des Argentiniers. Aber David De Gea verhindert den Einschlag nach 43 Minuten. Guter Versuch des Top-Torjägers der Premier League. Aber der vielleicht beste Torwart der Premier League zeigt auch, dass er hier seine Aktien in dieser Partie hat. Anschließende Ecke, Nolito auf den Kopf von Thiago. Und auch da ist De Gea wieder da. Gute Partie bis dato des Spaniers. Und auf der anderen Seite kam nochmal United nach vorne. Kurz vor der Halbzeit schwach geklärt von den Citizens. Und wieder ist es Morgan Schneider-Law, der den Ball über den Kasten zimmert. Da war definitiv mehr drin. Noch eine deutlich größere Chance als seine erste. Aber das Ding setzt er zu hoch. Und so muss Geronimo Rulli hier nicht eingreifen. Und Schneider-Law ärgert sich da zurecht über die vergebene Großchance. Manchester City also zur Pause mit einem 0-0, mit dem sie zufrieden sein konnten. Die größeren Chancen hatte definitiv die Mannschaft in Blau gehabt. Allerdings auf der anderen Seite auch einige defensive Wackler, wie beispielsweise gegen Morgan Schneider-Law. Und es ging ähnlich weiter. Wir sind in der 63. Minute. Die Flanke in die Mitte und Ander Herrera ist da und macht das 1-0. Manchester United geht in Führung. Und zu wem geht der Weg? Wir haben es angesprochen. Die Mannschaft steht vollends hinter José Mourinho. Und zudem läuft auch Ander Herrera, der Kapitän des Portugiesen, feiert mit seinen Teamkollegen das 1-0. Und das war viel zu einfach, die Hintermannschaft von City total im Tiefschlaf erwischt, der Flugkopfball, da sieht Rulli nicht gut aus, John Stone sieht nicht gut aus und Ander Herrera macht mit seinem 2. Saisontor den Führungstreffer für Manchester United. Anschließend gab es dann direkt die Angriffsbemühung von City, unterbunden von Paul Pogba. Bisher hatte man von ihm noch gar nichts gesehen. Hier jetzt die gelbe Karte nach 65 Minuten. Und City versuchte krampfhaft zurückzukommen, aber sie hatten kein Glück in der Offensive. Aguero kommt hier nicht an den Ball. Fernandinhos Schuss abgeblockt. Im 16er dann erstmal schlecht geklärt von United, aber sie können den Ball rausschlagen. Und dann die nächste Szene. Wieder Aguero, wieder eine Flanke. Kovalenko kommt nicht ran. Hackmack im 16er, aber keiner von City kann so richtig hingehen. Und dementsprechend weiterhin 1-0. Die Überlegenheit mittlerweile drückend. Der Sky Blues, Abraham, eingewechselt auf David Silva, der den Ball nicht richtig mitnimmt, nicht aufs Tor bekommt. United im Glück und United dann effektiv in der gegnerischen Hälfte. Schneider-Law, der ein klasse Spiel machte auf Antonio Valencia. Die Flanke an Langpfosten, Martial, Torwartfehler, Rulli. Und das 2-0 für Manchester United, die Entscheidung im Etihad. Romelu Lukaku gratuliert mit als erster seinem Teamkollegen, denn das war absolut genial gemacht. Wunderbare Flanke von Antonio Valencia und am zweiten Pfosten ist Anthony Martial total unbewacht von Fernandinho. Der geht da gar nicht in den Zweikampf und Rulli sieht auch nicht gut aus. Der Ball rutscht unter dem Arm durch wie eins Oliver Kahn gegen Brasilien. Wenn auch nicht mit ganz so schlimmen Konsequenzen, trotzdem die Führung und es ging weiter mit Anthony Martial, der direkt die nächste Gelegenheit. City brach auseinander und kam nicht mehr gefährlich vor das Tor. 0-2, die Krise manifestiert sich langsam. Im Etihad die United-Fans mehr als zufrieden. José Mourinho mit einigen Argumenten für die Verlängerung seines Kontrakts bzw. für die Verlängerung seines Engagements bei United. Und die Citizens wollten nur schnell in die Kabine, das war heute nichts. Die dicken Chancen nicht genutzt und zweimal geschlafen. Vincent Kompany, der heute Kapitän war. Sergio Aguero, der sich nicht genügend einbringen konnte. Das Derby ist verloren und City muss sich wieder fangen. 0-2 gegen United im Etihad. Das tut richtig, richtig weh.
Zwei Torschüsse, zwei Treffer und nur noch zwei Punkte auf Arsenal. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, Arsenal hat gar nicht gewonnen, sondern verloren. Dementsprechend 3 Punkte auf United, was aber auch nicht so schön ist. Hier hat schon mittlerweile mit 88 Abschluss. Natürlich auch dem geschuldet, dass wir gerade nicht mit Top 11 spielen konnten, sondern mit einer B11. Aber das soll keine Ausrede sein, denn wir hätten natürlich trotzdem mehr zeigen müssen. Es gelang aber einfach nicht sonderlich viel. Die Spieler hier, die unser Scout uns mitgebracht hat, sind abgesehen von Cian Moran, ganz komischer Name, sehr wack, aber okay. Thiago hat sich verletzt, hat ein überdehntes Knie und fällt eine Weile aus. Wir spielen jetzt gegen Sunderland simuliert und nebenbei merkt Arsenal hat doch noch gewonnen. Thiago geht erstmal raus und wir sehen uns gleich im Matchstream. Auf geht's gegen Sunderland, zuletzt 2-mal verloren gegen Tottenham, 1-mal unentschieden gegen Southampton und jetzt gegen uns zu Hause bei denen. Ekelhaft, ich möchte da eigentlich gar nicht hin, in Stadium of Light ist es, glaube ich. Oh Gott, Mann, kommt schon Leute, Alter, es ist Sunderland. Guckt euch mal den Kader an, guckt euch mal unseren Kader an, wir können doch hier nicht verlieren, nicht schon wieder. Also wir sind momentan in der Krise, definitiv, aber das heißt, es ist trotzdem keine Begründung, das darf trotzdem nicht passieren. Das ist nur noch peinlich, aber auch total unrealistisch. Und jetzt geht's gleich ins Viertelfinale gegen Stoke City, oh wei, oh wei, oh wei. Immerhin stimmen die Trainingsergebnisse und Iheanacho steigt auf 81, aber ich bin momentan sehr, sehr traurig. Nächster Scout und der hat immer einen Gepäck, der nicht so schlecht ist, aber den möchte ich sowieso nicht mehr, kann ich ja gar nicht mehr haben. Das ist nämlich Aiden Alexander und der ist ja immer noch bei Genua. Das war den auch nicht löschen können. Es gibt ja auch in Real Life immer mal Struggles, aber jetzt dürfen wir uns keine laufen. Wir müssen jetzt eine Serie starten und damit fangen wir am besten gegen Stoke City im FA Cup an. Die haben zuletzt gegen Tottenham unentschieden gespielt und gegen Middlesbrough auch. Gegen Reading haben sie gewonnen. Wir spielen zu Hause. Iheanacho in der Startelf. Kimmich auf der rechten Seite. Kompany in der Mitte für Jimenez, weil der nicht so gut drauf ist und der macht doch gleich das Tor. Sehr geil, unser Kapitän. Kolarov auf Linksverteidiger bzw. Ersatzkapitän, weil Busquets ist ja mittlerweile unser Stammkapitän, der hier auch Geld bekommt. Bravo im Kasten, weil er besser in Form ist als Rulli. Oh, beziehungsweise einen Pfeil nach oben hat. Und momentan sieht es noch gut aus. 2-1, ey. Meine Güte, da kassieren wir wieder einen Ausgleich. Und in der 89. macht Sterling ein Tor. Aber das ist gut, weil Sterling muss anfangen zu treffen. Und wenn er trifft, habe ich ein Gefühl, dass das was werden kann. Und jetzt unser Training. Ja, wieder ein Arbeit hier. Nacho demnächst trainiert bei dem mal Dribbling. Ab jetzt eigentlich. Und ansonsten immer in Kovalenko noch gut. Schon wieder gegen Jürgen Klopp. Wunderbare Atmosphäre. Das Etihad sieht unfassbar schön aus. Und wir spielen gegen Liverpool. Wir sehen es in der Tabelle, wir sind nicht mehr Tabellenführer, aber wir können an Arsenal wieder vorbeiziehen. Wir brauchen aber einen Sieg. Und für den werden wir vor Jürgen Klopps Augen alles geben. Wir spielen mit Bravo, Kimmich, Kompany, Boateng und Bernat in der Defensive. Davor Busquets, Gündogan, De Bruyne und vorne drin Iheanacho in der Sturmspitze, rechts Aguero und links Raheem Sterling. Und während das Licht hier einfach nur herrlich aussieht, ja, sehen wir das Duell auch der beiden deutschen Manager natürlich in der Premier League und wir gucken auf die Startelf des FC Liverpool. Karius, Klein, Matip, Sako, Moreno, Gonalon, Leiva, Stewart, Sturridge, Firmino und Coutinho. Sehr, sehr starke Elf mit Nachschubpotenzial. Klavan, Kagawa, das ist schon stark. Schiedsrichter Roger East, wir springen rein, wir brauchen die 3 Punkte. Auf geht's! Oh, erster Versuch, aber nicht von uns, sondern von Liverpool über Sturridge, aber Bravo ist da. Was sind das für Pässe? Gündogan jetzt bereits mit dem 3. Fehlpass, der niemals so kommen sollte. Ich weiß nicht, was mit dem heute los ist. Liverpool gewinnt hier bisher jeden Zweikampf. Wir sind komplett überfordert mit der Situation und kommen überhaupt nicht klar. Firmino komplett nicht angegriffen. Iheanacho im eigenen 16er, Sturridge. Oh, es war nicht Iheanacho, es war Boateng, aber das ist absolut scheiße bisher. Jetzt vielleicht mal der Gegenstoß über Iheanacho, der ist ja bekanntlich schnell. Ball in den Rückraum, da steht Kevin De Bruyne und dann die Scheißannahme. Es hätte besser sein müssen. Boateng gewinnt da das Kopfball des Kompany, aber der Fall gewinnt es nicht. Das ist Firmino, so kopfballstark ist der nicht. Sturridge setzt sich ohne Probleme durch gegen Kevin, gegen Jerome Boateng. Oh Gott sei Dank, Kimmich. Aguero und Gündogan. Busquets, nochmal rein, da ist Sterling. Sterling, wie gesagt, er muss anfangen zu treffen. Wieder viel zu hoch, wie die letzten Spiele immer. Aguero mit ein bisschen Platz. Vielleicht die Flanke auf Iheanacho ein bisschen zu nah ans Tor. Aber da kommt De Bruyne, De Bruyne, schade. Wir sind jetzt ein bisschen besser drin. Iheanacho deutlich schneller als Sako, ist aber keiner in der Mitte. Vielleicht die flache Flanke, Aguero, nein, wir haben aber Glück. Und dann doch nicht, weil Karius da irgendwie noch drankommt. Aguero nochmal. Nochmal die Flanke in die Mitte. Iheanacho ist da. Kommt nicht ran. Nochmal Aguero. Nochmal direkt die Flanke mit dem linken Fuß diesmal. Wieder Iheanacho. Kommt wieder nicht dran. Ah. Oh, Ball auf Aguero. Aguero im 16er. Und dann kommen sie noch dazwischen. Mit Matip. Das darf natürlich gar nicht passieren. Die Ecke. Da steht Sergio Busquets.
Oh, die ist viel zu weit nach außen. Ball kommt trotzdem und wird auf der Linie geklärt. De Bruyne und Karius. Also bisher gefällt mir Kompany überhaupt nicht. Der ist der einzige Unsicherheitsfaktor, der gerade noch drin ist. Gündoğan ist mittlerweile besser in der Partie. Jetzt Iheanacho mit dem starken linken Fuß. Zu überhastet, abgeschlossen. Ball auf Agüero. Und wieder schmeißt sich wer dazwischen. Unglaublich. Jetzt liegt Gündoğan verletzt am Boden und wir müssen früh, relativ früh noch wechseln. David Silva oder was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Halbzeit im Etihad. Wir müssen das Tor schießen. Wir haben deutlich mehr Schüsse, wir haben deutlich mehr Chancen, aber wir brauchen das Tor, ansonsten bringt uns hier alles gar nichts. Agüero auf De Bruyne. Kevin De Bruyne, viel zu schwach. Du hast 5-Star-Weakfoot, Junge. So stark gespielt, David Silva, das kann nicht wahr sein. Wieso kriegen wir diesen Ball nicht ins Tor? Das ist unglaublich. Wieder mal ein Ball auf Agüero. Agüero, der kriegt den noch, sehr, sehr gut. Jetzt ist aber mal Iheanacho nicht in der Mitte. Jetzt aber wieder, da ist aber die Flanke auf Sterling. Warum denn auf Sterling? Mensch, Kun. Langer Ball auf Sterling, der macht das da sehr gut außen gegen Joel Matip. Muss aber abbrechen und das ist immer ein Einwurf. Oh, das ist rot, Alter. Das kannst du doch so nicht machen. Von komplett hinten in die Beine. Und das ist auch die rote Karte für Jordan Henderson. 10 Minuten in Überzahl. Und das vollkommen zu Recht, weil so darfst du in so einen Zweikampf auf gar keinen Fall reingehen. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Gegen Raheem Sterling, der sich da den Ball wunderbar erobert hatte. Das ist gar nicht. Wir gehen jetzt komplett auf Attacke. Busquets geht raus, dafür kommt Kovalenko und für Iheanacho kommt Carrasco. Dafür geht Agüero in die Mitte. Wo läuft David Silva dahin, Mensch? Der Ball rollt komplett woanders hin, als er hinläuft. Bernat, Zweikampf erst gewonnen, dann verloren. Jetzt gegen Maxime Gonalon. Carrasco, nochmal weiter auf De Bruyne. Nein, das ist Kovalenko und wieder ist irgendein Kopf dazwischen. Es ist zum Heulen. Kurz ausgeführt, Kimmich. Kompany, warum habe ich nur die Verteidiger am Ball? Kompany bringt ihn rein. Agüero! Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Sergio Agüero! Da ist das Tor! 90. Minute, was für eine Dramatik! Das ist unglaublich! Ich fuck's gerade nicht! Sergio Agüero! 16. Tor und der Sieg in der 90. Minute, in der letzten Aktion der Partie. Und es ist Schluss. Roger East pfeift ab. Und wir holen die 3 Punkte gegen Liverpool. Was für eine Dramatik. Ich bin komplett fertig. Das war viel zu viel für meine Nerven. Das geht so nicht weiter. Weil, oh weil. Wir sind wieder Tabellenführer. Gott sei Dank. Gündoğan fällt 3 Monate aus wegen dem gebrochenen Knöchel, weil er sich im Kopfball... weil er nach dem Kopfball falsch aufgekommen ist. Das ist doch bitter bis sonst was. Und wir beenden diese Episode mit einem Blick auf die Tabelle. Arsenal hat gleich viele Punkte, hat ein Tor mehr im Torverhältnis, aber auch ein Spiel mehr. United ist nur ein Tor hinter uns, gleich viele Punkte. Es ist unfassbar spannend und in der nächsten Episode geht es weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bei der nächsten Episode dann wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Was für ein Herzschlagfinale. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.